Pressekonferenz im Landtag Nordrhein-Westfalen. Der FDP-Landesvorsitzende Andreas Pinkwart und der Generalsekretär der FDP-NRW Christian Lindner informieren die anwesenden Journalisten über den bevorstehenden Landesparteitag in Bielefeld. So werden die Liberalen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl 2010 aufstellen. Als Spitzenkandidat steht hierbei Andreas Pinkwart zur Wahl. Programmatisch gesehen findet man zwei Anträge im Mittelpunkt der Diskussion. So wird sich ein Antrag mit Lösungsansätzen beschäftigen, die Nordrhein-Westfalen und Deutschland aus der gegenwärtigen Krise zu führen vermögen. Der zweite beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Zukunftskommission um Lord Dahrendorf. Wir als Liberale in Nordrhein-Westfalen begrüßen ausdrücklich die Arbeit der Zukunftskommission unter Vorsitz von Lord Dahrendorf und wir rufen dazu auf, dass diese Arbeit, dass diese Ergebnisse auch ernst genommen werden. Diese Diskussion, die sich jetzt nach unserer Auffassung dringend anschließen muss, darf nicht abstrakt und folgenlos bleiben, sondern muss dem Ziel verpflichtet sein, konkrete und sinnvolle Impulse aus der Kommissionsarbeit ideologiefrei umzusetzen. Laut FDP könnte dies mit einigen Initiativen noch in dieser Legislaturperiode aufgegriffen werden. Da wäre zum Beispiel das Bürgergeld, das garantierte Mindesteinkommen für alle, welches durch eigene Erwerbsarbeit aufgewertet werden kann. Oder das Thema duale Ausbildung. Berufliches und Akademisches sollen mehr miteinander verzahnt werden. Das erhofft man sich unter anderem mit einer Landesinitiative, bei der in Nordrhein-Westfalen zukünftig Handwerksmeister einen uneingeschränkten Hochschulzugang erhalten sollen. Der Meisterbrief wird quasi mit dem Abitur gleichgesetzt. Ein dritter Punkt ist die Stärkung des Technologiestandortes Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel durch die Vereinfachung von steuerlichen Bedingungen im Hinblick auf die Wagnisfinanzierung für Hightech-Unternehmen. Ebenfalls ein wichtiger Punkt für die Liberalen ist die bessere Qualifizierung des Erziehungspersonals in unseren Kitas. So sollen bis 2015 alle Leitungsfunktionen mit Hochschulqualifikation versehen werden. In der Hochschulpolitik ist für Andreas Pinkwart das nicht unumstrittene Modell der Studienbeiträge ein wichtiges Element, vor allem aber deshalb, weil Nordrhein-Westfalen hier mit Besonderheiten aufwartet. Zum Zweiten haben wir etwas geschaffen, was kein anderes Bundesland bisher durchgesetzt hat, auch im Hamburger Modell leider so nicht geregelt ist, dass nämlich sichergestellt ist, dass die meisten BAföG-Bezieher überhaupt keine Studienbeiträge letztlich zahlen müssen. Jedenfalls ist die Regelung in Nordrhein-Westfalen so, dass BAföG-Empfänger mit einem mittleren oder höheren BAföG-Satz bereits ab dem ersten Semester studienbeitragsfrei bleiben, während das in Hamburg erst ab dem 19. Semester der Fall ist. Das heißt, gerade für die Einkommensschwächeren, die ja in einer Darlehensverpflichtung in der Zukunft eine hohe Hürde sehen, haben wir die Hürde wie in keinem anderen studienbeitragspflichtigen Land bereits abgesenkt. Der zweite Antrag unter der Federführung von Generalsekretär Christian Lindner trägt den Titel »In der Krise Orientierung geben, soziale Marktwirtschaft verteidigen, Bürger entlasten, Beschäftigung sichern« und beschreibt die wesentlichen Punkte, die in der aktuellen Politik der Großen Koalition zurzeit zu kurz kommen. Soziale Marktwirtschaft wird nicht verteidigt, sondern gegen zentrale Prinzipien wird verstoßen. Anlässlich des Enteignungsgesetzes oder durch die Debatte über die Staatsbeteiligung etwa bei Opel. Die Bürger werden nicht entlastet, mindestens nicht in der Weise, wie das erforderlich wäre. Ausgerechnet eine große Koalition unter Führung der Sozialdemokraten, der SPÖ in Österreich, beschließt eine Steuerstrukturreform bei der Einkommenssteuer in einer Größenordnung von 1% des Bruttoinlandsprodukts. Bezogen auf Deutschland wäre das eine Steuerentlastung in einer Größenordnung von 24 Milliarden Euro. Andere zeigen, dass es geht. In Deutschland wird diese Debatte nicht geführt, ganz im Gegenteil. Es ist die Rede in einer gerade klassenkämpferischen Rhetorik über zusätzliche Belastungen für die Leistungsträger dieser Gesellschaft, die ohnehin schon in überproportionaler Weise ja mit in Anspruch genommen werden zur Finanzierung des Sozialstaats und der Staatstätigkeit insgesamt. Das gehen wir nicht mit. Wir bekräftigen mit diesem Papier, dass für die FDP
ein echter, spürbarer Entlastungsimpuls eine Voraussetzung für jede Regierungsbeteiligung im Bund ist. Eine klare Entlastung der Leistungsträger und ein vereinfachtes, flexibles System, gerade auch im Hinblick auf Erwerbslose und Minderbeschäftigte, ist auch für Andreas Pinkwart die Grundlage für eine zukunftssichere Gesellschaft. Ein transparentes System, das den Bürger endlich ernst nimmt und deutlich macht, dass es, und das sagt ja auch die Zukunftskommission, in Zukunft noch stärker darauf ankommen wird, dass man auch Teilzeitmöglichkeiten, unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten zunächst mal aufgreift, um auch wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren zu können. Und dafür brauchen wir mehr gesellschaftliche Anerkennung, als das im gegenwärtigen System offensichtlich der Fall ist. Auf ihrem Landesparteitag in Bielefeld wird die FDP die Weichen dafür stellen.